Was jetzt noch fehlt, ist der gesundheitliche Aspekt. Wir schauen uns die Ohren an. Wir schauen das Innenohr, überprüfen, ob es schmutzig ist. Ist schön sauber, aber es sind halt sehr viele Ohrenhaare im Gehörgang. Die müssen auch entfernt werden, weil sonst der Hund durch sein Schütteln den Ohrenschmalz oder Schmutz nicht los wird. Und da können sich Entzündungen bilden. Wir nehmen eine Pinzette, klappen das Ohr schön nach hinten, ziehen vorsichtig kleine Teile hinaus. Das ist für den Hund nicht schmerzhaft. Sollte nur ein bisschen aufpassen, dass man da nicht ins Ohr kneift. Aber in den meisten Fällen lassen die Hunde sich das recht gut gefallen. So, auch nur die Haare, die im Gehörgang sind. Die äußeren Haare werden nicht gezupft. So, wenn man hier mal schaut, ist das Ohr jetzt schön. Lass uns da mal reingucken. Da haben wir noch eine kleine Stelle. Manchmal ist bei den kleinen Hunden mehr drin als bei den großen. Man muss sich wundern, dass im kleinen Ohr alles rauskommen kann. So, jetzt haben wir es schön sauber. Die Haare raus. Wunderbar. Bei der Gelegenheit schaut man nochmal, ob das Ohr sehr gerötet ist oder ob es heiß ist. Schon mal ein Anzeichen für eine Entzündung. Viele Kunden sind sehr dankbar, wenn man sie darauf hinweist, weil sie es selber manchmal nicht merken und auch gar nicht so genau hinschauen. So, die Ohren sind auch gezupft. Der kleine Mann ist fertig.